Sie wird von 1135 bis 1146 erbaut und ist ein wahres Meisterstück romanischer Baukunst. Mit ihren 330 Metern Länge und ihren 15 Bögen ist die steinerne Brücke im Mittelalter der einzige gemauerte Donauübergang zwischen Ulm und Wien. Auf der höchsten Stelle der steinernen Brücke sitzt das Bruckmandel. Nach der Sage stellt dieses Männchen den Baumeister der Brücke dar. Und der soll mit dem Baumeister des Domes gewettet haben, wer mit seinem Werk zuerst fertig sei. Als er mit der Vollendung seiner Brücke in Verzug geriet, soll er den leibhaftigen Teufel um Hilfe gebeten haben. Der fordert als Tribut die ersten drei Seelen, die die Brücke betreten. Nun, die Brücke war zuerst fertig. Und als der Herzog, der Bischof und die Reichen der Stadt erschienen, um das Wunderwerk der Architektur zu bestaunen, geriet der Baumeister in arge Bedrängnis. Aber es kam ihm ein rettender Einfall. Er jagt einen Hund, einen Hahn und eine Henne über die Brücke. Der Teufel sah sich um seinen Lohn geprellt und wollte in seiner Wut die Brücke wieder einreißen. Er versuchte, den mittleren Bogen mit seinem Rücken hochzudrücken und zu zerstören. Das ist ihm nicht ganz gelungen. Aber seither ist die Brücke leicht gebogen. Gleich an der steinernen Brücke ragt der im 17. Jahrhundert erbaute Salzstadel mit seinem steilen, hohen Dach empor. Der Bau dieses mächtigen Lagerhauses wird nötig, als die Reichsstadt Regensburg 1614 nach längerer Pause die Hoheit über den Salzhandel auf der Donau zurückerhält. Neben dem Salzstadel steht die historische Wurstkuchel. Schon früher befindet sich an dieser Stelle eine Garküche, womöglich die Kantine für die Bauleute der steinernen Brücke. Heute ist die stets rauchumwehte Wurstkuchel beliebter Treffpunkt für Touristen. Aber auch die Regensburger lieben die bayerischen Schmankerl, die ihnen hier serviert werden. Über die steinerne Brücke gelangt man nach Stadt am Hof. Es wird erst 1924 eingemeindet. Während die beiden Donauinseln zum reichsstädtischen Territorium gehören, war Stadt am Hof stets bayerisch. Im April 1809 wurde die kleine Grenzstadt von österreichischen Truppen in Brand geschossen. Seit dem Wiederaufbau haben die Häuser entlang der Hauptstraße ein einheitliches Gesicht. Die Altstadt von Regensburg ist umgeben von einem herrlichen Grüngürtel. Fürst Anselm von Thurn und Taxis lässt die nach ihm benannte Allee 1779 auf den ehemaligen Bastionen der frühneuzeitlichen Stadtbefestigung zum Zweck der Stadtverschönerung anlegen. Aus ihr entwickelt sich jener breite Grüngürtel, der die Altstadt noch heute einfasst. Am westlichen Teil des Grüngürtels steht das Jakobstor. Die beiden Halbrundtürme erinnern an die alte Stadtmauer. Gleich dahinter befindet sich das Schottenkloster St. Jakob, das um 1090 von irischen Mönchen gegründet wird. Das romanische Portal mit seinen rätselhaften, bis heute nicht völlig entschlüsselten Skulpturen ist in seiner Art einmalig und wird durch einen aufwendigen Glasvorbau vor Abgasen und anderen Umwelteinflüssen geschützt. Ein weiterer Torturm, der den Zugang zur Stadt sichert, ist das Ostentor. Es ist das einzige erhalten gebliebene Stadttor. Der fünfgeschossige Turm mit den beiden kleineren Türmchen ist eine typisch gotische Torbefestigung. Die Altstadt von Regensburg eignet sich auch hervorragend zum Shoppen. In den herrschaftlichen Häusern sind viele ausgefallene Geschäfte und bezaubernde Boutiquen untergebracht. So sind die Regensburger stets gut behütet, und zwar durch ihren Hutmacher, den Hutkönig, direkt am Dom. Schon in der fünften Generation werden hier stil- und passgerechte Kopfbedeckungen angeboten. Mit mehr als 10.000 Exemplaren bietet der Hutkönig eine nahezu unendliche Vielfalt.
Die Hüte werden im eigenen Atelier auch heute noch in reiner Handarbeit hergestellt. Und zwar vom einzigen Hutmacher und Modistenmeister Deutschlands. Selbstverständlich zählt auch Fürstin Gloria von Thurn und Taxis zu den zahlreichen prominenten Kunden. Wo sind die anderen? Nein, die wir brauchen den Tuch. Darf ich da was drauf machen? Alles drauf! Immer einen Besuch wert sind die gepflegten Parkanlagen Regensburgs. So zum Beispiel der Dörnbergpark. In den Jahren 1864 bis 1867 lässt Graf Ernst von Dörnberg diesen Park im englischen Stil anlegen. Graf Ernst von Dörnberg, dessen gleichnamiger Vater mehr als 40 Jahre Chef der Gesamtverwaltung des Hauses Thurn und Taxis war, soll wegen der unerfüllten Liebe zu einer Schauspielerin unverheiratet geblieben sein. Deshalb vermacht er sein gesamtes Vermögen einer nach ihm benannten wohltätigen Stiftung. Diese Institution unterstützt bis heute bedürftige Waisenkinder. Unweit des Dörnbergparks liegt der Stadtpark. In die Kunsthalle, ein Kuppelgebäude im Jugendstil, zieht 1966 die Ostdeutsche Galerie ein. In den Park integriert ist ebenfalls der jüdische Friedhof. Nur wenige hundert Meter weiter liegt der romantische Herzogspark. Von hier hat man eine wunderbare Aussicht auf die Donau und die Altstadt. Am Ausgang des Herzogsparks erhebt sich das Württembergische Palais. Hier ist heute das Naturkundemuseum untergebracht. Viele weitere Museen Regensburgs sind ebenfalls einen Besuch wert. So zum Beispiel das Historische Museum. Es wird 1936 in einem ehemaligen Minoritenkloster untergebracht. Mit der angeschlossenen städtischen Galerie im leeren Beutel zeigen die umfangreichen Sammlungen einen Querschnitt Regensburger und ostbayerischer Geschichte und Kunst von der Urzeit bis zur Moderne. Das Diözesanmuseum St. Ulrich und das Domschatzmuseum bergen Kunstwerke aus mehr als einem Jahrtausend. Gezeigt wird die prachtvolle Vielfalt von Goldschmiedekunst, Gemälden und Skulpturen im Wandel christlicher Darstellungen. Sehenswertes ganz anderer Art gibt es im Donauschifffahrtsmuseum. Modelle und Schautafeln an Bord zweier wahrhaft historischer Donauschiffe geben Einblick in die Geschichte der Schifffahrt auf der deutschsprachigen Donau. Das Brückturmmuseum bietet Einblicke in die Geschichte der steinernen Brücke und zudem herrliche Ausblicke über die Altstadt. Ein großer Freund Regensburgs ist das Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Benedikt XVI. Ab 1969 referiert Josef Ratzinger als Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte an der Universität Regensburg und besetzt 1976 und 77 das Amt des Vizepräsidenten. Josef Ratzinger wohnt zu dieser Zeit im kleinen Vorort Pendling. Sein Bruder, Dr. Georg Ratzinger, ist zu gleicher Zeit der Domkapellmeister der weltberühmten Regensburger Domspatzen. Nach wie vor wohnt Bruder Georg in der Regensburger Altstadt. Die Ratzingers fühlen sich hier daheim, lassen sogar die sterblichen Überreste der Eltern im Jahre 1974 von Traunstein nach Regensburg überführen. Auf dem Friedhof in Ziegetsdorf finden die Eltern sowie die 1991 verstorbene Schwester Maria ihre letzte Ruhestätte.
Der Besuch des Papstes im September 2006 ist für die Stadt ein bedeutendes Ereignis. Die Regensburger und vor allem die Pendlinger sind sehr stolz darauf, dass ihr Mitbürger nun das Oberhaupt der katholischen Kirche ist. So entsteht zum Besuch des Papstes eine eigene Ausstellung im Rathaus. Nicht nur Bilder und Texte, sondern auch zahlreiche Objekte aus dem persönlichen Besitz des Heiligen Vaters sind hier zu sehen. Am Vormittag des 12. September ist es soweit. Papst Benedikt XVI. Zelebriert 2,5 Stunden lang einen Gottesdienst, ganz im Zeichen seiner Botschaft: Wer glaubt, ist nie allein. Zuvor aber denken wir daran, dass wir alle schwache Menschen sind, dass manches in uns dem Nächsten und dem Herrn entgegensteht. Und darum bitten wir ihn zunächst, dass er von uns nimmt, was die Freude des Glaubens, das Mitsein mit ihm hindert, und bitten ihn, dass er uns schenkt, die heiligen Geheimnisse recht zu begehen. 250.000 Besucher lauschen seinen Worten auf dem Isslinger Feld. Am Abend trägt sich der Pontifex Maximus unter dem Jubel der Bevölkerung in das Goldene Buch der Stadt ein. Die Regensburger sind hellauf begeistert und säumen die Straßen, um einen Blick auf ihren Papst zu erhaschen. Natürlich verbunden mit der Hoffnung, dass dies nicht der letzte Besuch von Papst Benedikt dem 16. in Regensburg bleibt. Schließlich sagt er selbst über die Stadt: Hier fühle ich mich wirklich daheim. Regensburg verzaubert seine Besucher immer wieder aufs Neue. Mit seiner Liebenswürdigkeit, seiner Schönheit und nicht zuletzt mit seiner Geschichte. Auch Goethe weilte gerne hier und soll mehrfach in der historischen Wurstkuchel gespeist haben. Er sagt in seiner italienischen Reise: Regensburg liegt gar schön. Die Gegend musste eine Stadt herlocken. Tja, der gute alte Geheimrat Goethe. Wie recht er doch hat.